Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Road to Lyon, dem Fußball-Orakel zur Weltmeisterschaft 2019 der Frauen in Frankreich. Nicht wundern, da fehlen jetzt ein paar Ergebnisse. Das liegt jetzt daran, die haben hier gerade irgendwie Wartungsarbeiten bei FIFA. Da funktioniert nicht alles so, wie es sein soll. Und zwar spielen wir heute das Spiel Niederlande gegen Schweden, welches um 21 Uhr live in der ARD aus Lyon übertragen wird. Bum, 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 bum. Play. Aber das Spiel funktioniert soweit trotzdem. Fürs Orakel reicht's. Und zwar gehen wir einfach nochmal die Ergebnisse der Viertelfinalspiele mit Niederlande und Schweden durch. Da hatten wir Italien gegen Niederlande. Wir hatten 2 zu 0 für Italien gespielt. Ausgegangen ist es 0 zu 2, also ein Sieg für Niederlande. Und ja, dann hat man ja die traurige Nachricht, Deutschland gegen Schweden. Wir hatten 0 zu 1 gespielt. Es ist 1 zu 2 ausgegangen. Da hat aber das Orakel wieder recht, leider, in der Hinsicht. Also wir haben zwar nicht immer recht, aber da hatten wir leider recht. Ja, ich spiele jetzt Schweden einfach mal. Sozusagen der Deutschlandvernichter im Viertelfinale. Und dann geht's einfach mal weiter. Ist natürlich bei den, was war es, U21 Europameisterschaft der Männer auch nicht besser gewesen. Die Deutschen sind ja da im Finale gewesen gegen Spanien am Sonntag und haben auch verloren. Ja. Das war ja die Revanche von 2017, die Spanien dann für sich entschieden hat. Soll vorkommen. Nix da. Ey. Ups. Oh Gott. Ouch. Na, lass mich durch. Lass Miranda, denn sie will ja. So. Also in diesem Falle mal ein Tor schießen. Irgendwelchen orangen Spieler gar nicht gesehen. Haben wir auf einmal. So, von der Seite.
Ja, das war ja ein super Tor. Also Versuch. Das war ja kein Tor. Der stand nicht so ganz perfekt. Ja, ist das, was ist da? Zum Glück war er nicht drin, der war zu Seite und dann irgendwie nach hinten gesprungen. Genau. Zur Seite und dann nach hinten. Das sieht man manchmal nicht richtig. Und? Nix. Yay. Der war nett. Der war. Ja, den konnte man bringen. Den will ich noch mal sehen. Schön geklaut, dann schön rüber und dann Bams mit dem Kopf. Ja, der war nett. Ups, und dann kommen jetzt auf einmal das Gegentor. Ja, 2 Minuten ist egal, Tor für die Niederlande, leider. Naja, haben wir wieder Ausgleich. Ging ein bisschen zu schnell. War aber auch nett. Ja, gut, Halbzeit. 1:1 unentschieden. Noch ist nichts entschieden. Hat sich nicht so ganz gereimt, weil es schieden war. Ja. So, weiter geht's.
So. Jetzt macht mal bitte nicht diesen. Boah. Und macht auch nicht diesen. Was ist denn da los? Ist das so schwer ins Tor zu kloppen, den Ball? Wieder vorbei. Komm, wir wechseln. Weg mit dem Glas, rein mit Frau Björn. Wow. Ballbesitz ist ja ganz knapp, 51, 49. Aber das ist ja auch so ein bisschen wenig aussagekräftig gerade. Da ist keiner. So. Ja.
vorbei. Uff. Ja, gut. Ein Tor würde dem Spiel jetzt gut tun. Das wäre jetzt noch was geworden, wenn jetzt noch ein Tor gekommen wäre. Verlängerung, Verlängerung. 1:1, wir gehen in die Verlängerung. So. Oh Gott. Ach, war das eng. So, wir haben gewechselt. Wird bloß nicht angezeigt. Als Wechsel, also oben links wird es angezeigt, dass wir gewechselt haben, aber der Wechsel wird halt nicht gezeigt. Das passiert halt nicht immer. Leider. Dann verliert man da gerne mal den Überblick. Hallo? It's me? Wow. Jetzt versucht der Computer schon zu tricksen, ja? Mit Fallrückzieher und heftigen Paraden. Das war jetzt sogar mal abseits. So, einmal dürfen wir noch wechseln, also Zusatzwechsel nämlich für die Verlängerung, weil wir hatten nämlich noch einen Wechsel aus der regulären Zeit offen gehabt und jetzt halt noch der aus der Verlängerung. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, sogar ganz fair, dass man noch ein viertes Mal wechseln darf, wenn Verlängerung ist.
meine, es schadet ja keinen. Ist ja im Prinzip nur ein zusätzlicher Wechsel gegen die angesäuerten Spieler. So nach einer Weile. Es gibt natürlich immer Spieler, die logischerweise durchspielen müssen. Da kann man ja nichts tun, aber so kann man immer noch mal ein bisschen entgegenwirken. Finde ich also grundsätzlich erstmal gar nicht so schlimm. Wusch, wusch, wusch. Ah ja, 1-1. Immer noch. Weiter geht's. Gar nicht gehört, dass es gepfiffen hat. Ich hab noch so gehört, wie der gesagt hatte, hier Nachspielzeit. Noch so und so. Gut, Tor, nein. Schade. War da ein Abpraller mit drin? Ach, da war ein Foul mit drin. Das habe ich gar nicht. Sowas bekomme ich wieder nie mit. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Ja, jetzt müsst ihr es euch selber nochmal angucken. Oder ich mir im Nachgang, aber ich werde ich wahrscheinlich nie machen. Aber wird schon stimmen. Ja. Ich renne jetzt einfach hier nochmal durch, so ein bisschen. Ecke. Diesmal, ja, kam es halt wieder so. Was war das denn? Sophia Jakobsen. Zwei Minuten Nachspielzeit, aber ich glaube, das war's jetzt. Elfmeterschießen wird es nicht mehr geben. Na, mal weg damit und tschüss. Schweden gewinnt 2-1 nach Verlängerung. Ist auch gut so. Damit gehen sie ins Final. Sieger, Spieler 1, ja. Eben.
That is what it is. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns dann nach 2 Tagen erstmal wieder. Ja, 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 genau. Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist frei. Am Samstag kommt dann das Spiel um Platz 3. Bis dahin und Arrivederci. Ciao, ciao.